Ja, Deutsch Kreuz hat nach dem Ableben unseres Amtmanns, Gott hab ihn selig, die Verpflichtung, auch einen Amtmann auszuschreiben. Es ist im Gesetz so vorgesehen. Wir haben aus Pietätsgründen natürlich zugewartet, wie das einfach der Anstand gebietet, haben dementsprechend eine ordnungsgemäße Ausschreibung durchgeführt. Es haben sich 5 Kandidaten letztendlich dazu bereit erklärt, hier anzutreten. Dabei hat sich dann herausgestellt, dass von den 5 Kandidaten 2 auszuscheiden waren. Eine Person hat zurückgezogen und die zweite Person ist der 40-jährigen Klausel zum Opfer gefallen. Was mich natürlich sehr verwundert ist, dass im Vorfeld viele Gespräche stattgefunden haben und wissentlich es zur Kenntnis genommen wurde, dass die Person, die von Rot und Schwarz gewählt wurde, letztendlich zu alt ist und nicht die Prüfung ablegen können. Es verwundert mich doch ein wenig, dass im Vorfeld das gewusst wurde und viele Gemeinderäte das nicht so weiter transportiert wurde. Das ist für uns nicht okay. Jetzt den Versuch zu starten, anstelle eines Amtmannes einen Vertragsbediensteten, und auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, mit der Kategorie B, klein B, 100%ige Entlohnung. Da stellt sich natürlich für jeden Gemeindemitarbeiter die Frage, was war ich die letzten Jahrzehnte dann doch wert, wenn eine Person gleich auf den höchsten Posten ohne Prüfung fallen kann. Das ist für uns nicht akzeptabel und werden auch hier unsere Mittel, unsere Wege einschreiten, um dementsprechend das Gesetz nachzuvollziehen. Was wir sicher nicht tun werden, und das ist die Meinung des Bürgermeisters, werden wir keinen Gesetzesbruch begehen. Wenn das andere Fraktionen so haben wollen, dann ist es deren Sache mit mehrheitlichem Beschluss. Aber die LBL, Deutschkreuz, wird es sicher nicht zulassen, dass wir einen Gesetzesbruch begehen, damit ein Kandidat, der einem halt politisch reinpasst, zu forcieren. Das ist nicht unsere Politik, die wir verstehen, sondern wir wollen ein objektives, ein faires Verfahren. Es gibt ja noch weitere Kandidaten, die sich bereit erklärt haben, für den Posten des Amtleiters zur Verfügung zu stellen. Und da werden wir sicher nicht locker lassen. Thank you.